War ja ziemlich trocken, deshalb hat sie die Schneckenplage in Grenzen gehalten. Doch ein paar feuchte Tage, dann sind sie wieder da. Wir wollen Ihnen heute die drei lästigsten Schnecken in unseren Gärten vorstellen und einen Nützling. Denn es ist gut, seine Feinde zu kennen und auch die Feinde der Feinde, denn das sind ja schließlich unsere Freunde. Immer ist es das Gleiche. Kaum sind die neuen Salatpflanzen im Beet und gerade schön angegossen, schon naht das Unheil. Aus allen Ecken kriecht es heran und man fragt sich, wo sie alle herkommen, denn eigentlich sah der Garten doch ganz schneckenfrei aus. Stück für Stück verschwindet unser Salat im Schneckenschlund. Blatt für Blatt geht er dahin, wird umgeknickt und vollgeschleimt, bis nach einigen Tagen nur noch ein paar traurige Stümpfe übrig sind. Schade eigentlich. Allen voran die spanische Wegschnecke ist es, die sich durch unsere Gärten frisst. Seit den 70er Jahren breitet sie sich in Deutschland aus und hat mittlerweile die heimischen Arten stark verdrängt. Das liegt vor allem daran, dass sie weniger Feinde hat. Sie schleimt extrem stark und ihr Schleim schmeckt bitter. Außerdem macht ihr die Trockenheit weniger zu schaffen als unseren Wegschneckenarten. Im Garten ist die spanische Wegschnecke deshalb berüchtigt, weil sie die hochgezüchteten Blumen- und Gemüsesorten bevorzugt. Der Grund? Genau diesen Pflanzen wurden gezielt die Abwehrstoffe weggezüchtet. Dadurch wachsen sie zwar schneller und sind für uns Menschen genießbarer, aber eben auch für die Schnecken. Das Gute an den großen Wegschnecken ist, dass man sie leicht absammeln kann. Anders ist das bei der viel kleineren Gartenwegschnecke. Sie hat sich am Boden ins Erdbeerbeet geschlichen und versteckt sich auch dort wieder, wo sie kaum zu finden ist. Die dunkelbraun gestreifte Schnecke ist einer der größten Schädlinge im Gartenbau. Fast noch heimlicher lebt die gefürchtete, genetzte Ackerschnecke. Die kleine, grau marmorierte Schnecke seilt sich wie eine Spinne an einem Schleimfaden ab. Auf diese Weise kommt sie schneller ans Ziel als andere und kann auch viel schneller wieder verschwinden. Auch sie versteckt sich im Boden und wird beim Absammeln meist übersehen. Dafür hinterlässt sie ihre Spuren überdeutlich an Spargel, Kohl und Gemüsesetzlingen. Trotzdem, nicht alle nackten Schleimer sind schädlich. Wenn Ihnen im Garten so ein getigertes Exemplar über den Weg kriecht, sollten Sie sich freuen. Dieses hübsche Tier ist ein Tigerschnegel. Wissenschaftler in Norwegen haben herausgefunden, dass Tigerschnegel Jagd auf die schädlichen Wegschnecken machen. Da, wo Schnegel leben, gibt es weniger andere Schnecken. Das sollten Sie auch beim Einsatz von Gift bedenken, denn dabei bleiben natürlich alle Schnecken auf der Strecke. Unsere Feinde, aber auch unsere Freunde.